Willkommen in der wundervollen Welt der Aquarellmalerei. Das Aquarell eignet sich ja wie kaum eine andere Malweise für das Malen im Freien und daher bin ich auch bei schönem Wetter sehr oft im Freien anzutreffen. Ja, ich habe meine Staffelei dabei, Farben und Papier und sehr oft auch Freunde oder auch Kursteilnehmer, die mit mir im Freien malen. Dieser kurze Trailer, der insgesamt nicht mal 15 Minuten dauert, im Gegensatz zur DVD, die über 2 Stunden läuft, dieser Trailer soll Ihnen Lust machen, im Freien zu malen. Es ist auch nicht so schwierig, wie man oft glaubt, man braucht nur die richtige Ausrüstung und natürlich ein Grundwissen über die Aquarellmalerei. Und Freude am Malen, das gehört natürlich dazu. Das ist ein wunderschönes Motiv, eigentlich ein sogenanntes Postkartenmotiv, aus dem Salzkammergut. Genauer gesagt aus Gmunden und ich male das Schloss Ort, das viele von der Fernsehserie Schlosshotel Ort kennen werden. Mir persönlich ist es ganz wichtig, dass ich mich nicht so sehr verliere in Einzelheiten, in Details. Ich bin zwar Naturalist, ich möchte auch immer naturalistisch malen, aber eben nicht allzu genau. Es soll immer locker und eigentlich auch flott von der Hand gehen. Dann macht das Malen so richtig Spaß. Wenige Kilometer vor der Festspielstadt Salzburg liegt Elsbeten mit dem Schloss Goldenstein. Ein sehr eigenwilliges Schloss, das vor dem Hausberg von Salzburg steht, vor dem Untersberg. Und das ist heute eines meiner Motive. Es gibt Maler, die verwenden sehr viele Pinsel und ich kenne auch Maler, die verwenden nur 2 oder 3 Pinsel. Ich wähle so den Mittelweg, denn ich denke mir, warum soll ich mich mit einem großen Pinsel plagen, wenn ich Feinheiten und Kleinigkeiten malen möchte, wenn es auch kleinere gibt. Nur Vorsicht, zu klein sollten die Pinsel nicht sein, denn dann verliert man sich zu schnell in Details. Dieser Flachpinsel, der gehört zu meinen absoluten Lieblingspinseln. Er ist nicht zu klein, macht wunderschöne scharfe Kanten und man kann sehr flott damit malen. Ab und zu verwende ich auch einen Schlepper oder einen Schriftenpinsel für feine Linien, wie zum Beispiel hier bei Ästen, bei Zweigen, bei Büschen. Ich wohne ja in Hallein. Hallein ist eine Stadt ganz in der Nähe von Salzburg, war eine Salzstadt, denn durch das Salz, das in Hallein abgebaut wurde, konnte erst die prunkvolle Stadt Salzburg entstehen. Salz war damals das weiße Gold.
Es ist eine sehr, sehr alte Stadt und viele Häuser, auch die Häuser, die ich jetzt gerade male, sind um die 600, 700, zum Teil 800 Jahre alt mit meterdicken Mauern. Der mittelalterliche Charakter der Altstadt von Hallein reizt natürlich unglaublich zu malen. Ich glaube, es gibt keinen Flecken in der Stadt Hallein, den ich nicht schon gemalt habe. Ein Aquarell ohne Licht und Schatten wirkt meistens sehr langweilig. Und Schatten sollten auch zügig und flott gemalt werden, sodass sie nicht so fleckig sind, dürfen aber schon ganz schöne Kontraste zeigen. Wenn ich Städtebilder male, gehören auch Menschen oder Personen dazu. Denn ohne Menschen, ohne Personen wirkt eine Stadt tot und leblos. Das ist die Festung Hohensalzburg, gesehen vom Vorort Morsk aus. Das ist ein kleiner Vorort mit Bauernhöfen, mit Wohnhäusern. Eine wunderschöne, ruhige Gegend. Wie immer mache ich zuerst eine kleine Skizze und übertrage dann diese Skizze auf mein Malpapier. Nicht zu genau, nur grobe Umrisslinien reichen in der Regel aus. Für den Himmel verwende ich hier einen breiten, ganz weichen Flachpinsel, einen Ziegenhaarpinsel, den Hackbrush. Ich male auf angefeuchtetem Papier und somit verlaufen die Farben fast wie von alleine. Um Gräser und Wiesen anzudeuten, verwende ich den gleichen Ziegenhaarpinsel, aber jetzt auf trockenem Papier. Unterschiedliche Grüntöne vermischen sich auf dem Papier ganz wunderbar und werden richtig lebendig. Mit einem Pinsel mit guter Spitze deute ich jetzt einige wenige Details noch bei der Festung, bei der Burg an. Manchmal spritze ich auch auf das Bild,
Aber eigentlich nur dann, wenn es das Bild verlangt, nicht um des Spritzens willen, sondern wenn ich eine bestimmte Struktur im Vordergrund haben möchte. Eine der ältesten und für mich schönsten Gassen ist die Salzgasse in Hallein. Viele alte Häuser, teilweise bröckelt der Putz runter. Schuld daran war, dass früher, vor Hunderten von Jahren, in sehr vielen Häusern selbst Salz gesotten wurde. Dieses Salz hat sich so in die Mauer eingefressen, dass kein Putz mehr richtig darauf hält. Für den Maler sind das natürlich wunderschöne Motive. Ich male ja auf relativ steilem Malbrett, das steht bei mir ziemlich schräg, und dadurch können die Farben wunderschön fließen. Und das gehört einfach dazu. Es gibt so viele Details, dass man immer versucht ist, so viel zu malen. Und genau das ist das Gefährliche daran. Schnell wird ein Bild überladen und zum Teil auch kitschig, wenn man alles malt, was man sieht. Jetzt kommen noch einige Personen dazu, um das Bild noch zu beleben. Ich weiß schon, dieser Trailer ist eigentlich ein Zeitraffer. Sie können sich aber die DVD besorgen, dann haben wir 2 Stunden Zeit. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Malen.